Ja, liebe dann Rennfeldfreunde, keine 240 Stunden mehr bis zum 16.06. in Dresden. Da tritt Alinaro, den wir hier vor uns sehen, beim großen BBAG-Auktionsrennen, dem Saisonhighlight an. Jetzt ist er noch ein bisschen müde nach heutiger getaner Arbeit. Heute ist ja auch der große After-Work-Renntag hier, deswegen etwas Unruhe draußen, aber ihr seht, das stört den Alinaro gar nicht. Der ist heute ein bisschen schläfrig bei diesen warmen Temperaturen. Wie ihr gestern erfahren habt, musste Adrien de Vries ja leider das Rennen absagen, da er im Ruf des Gestüts Röttgen folgen musste und jetzt in Hannover reitet am selben Tag. Deswegen musste Trainer Henk Grebe schnellstmöglich Ersatz finden und hat das nicht unüberlegt getan. Robin Weber, Deutschlands bester Nachwuchsjockey, wird jetzt Alinaro in seinem Saisonhighlight reiten, denn Robin kennt Alinaro aus der täglichen Arbeit, bringt kein totes Gewicht mit in den Sattel, muss allerdings ein wenig schwitzen, damit er dann auch die 59 Kilo, die Alinaro ja aufgrund seines Sieges in Hannover tragen muss, schafft, denn Robin reitet an sich nur noch ab 60 Kilo. Ja, wir werden gleich den Trainer befragen, wie er das Rennen sieht. Im Moment sind hier noch mit Julio und Kronprinz zwei ganz starke Kantonisten eingetragen. Wir hoffen, dass die sich's noch anders überlegen. Aber selbst wenn sie starten, da wird uns nicht bange vor diesen Gegnern, denn Alinaro hat in Hannover ja Ancient Spirit, den deutschen 1000 Guinness-Sieger, geschlagen, der so in überragender Manier die Engländer hier in Köln vor Wochenfrist besiegte. Ja, wir freuen uns gleich auf das Interview mit Henk Grebe. Alinaro, dir wünschen wir jetzt eine gute Abendruhe und wir sehen uns in den nächsten 10 Tagen noch häufiger.